Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum runden Tisch aus Anlass des Rücktritts von Gesundheitsminister Anschober und der Vorstellung des neuen Ministers Wolfgang Mückstein. Über dieses Wechseln der Pferde im reißenden Fluss wollen wir jetzt diskutieren hier in dieser Runde. Welche Chancen bietet das und welche Gefahren lauern dadurch bei der Bewältigung der Pandemie und auch für die Koalition? Ich begrüße dazu die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin und ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallert. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Die Politologin Frau Professor Katrin Steiner-Hämmerle. Guten Abend. Herzlich willkommen. Den Präsidenten der österreichischen Ärztekammer Dr. Thomas Sekeresch. Guten Abend. Und die Profiljournalistin Eva Linsinger. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Frau Rauch-Kallert, Sie waren keine Medizinerin, bevor Sie ins Gesundheitsministerium als Ressortverantwortliche, also als Gesundheitsministerin eingezogen sind, aber schon geübte Parteipolitikerin. Der designierte Minister Mückstein jetzt ist Medizin, aber kein Fachmann in Parteitaktik und Populismusabwehr. Was ist denn wichtiger? Also ich glaube, es ist beides wichtig. Ein Grundverständnis für das Ressort muss man schon haben. Also so ganz fremd war mir auch die Gesundheitspolitik nicht, auch wenn ich nicht Medizinerin war. Aber das ist so wie mit der Schule. Jeder versteht von der Schule etwas, weil er irgendwann in die Schule gegangen ist. Und jeder, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, versteht auch in irgendeiner Form etwas von Gesundheit. Beides ist wichtig. In der Politik herrschen manchmal merkwürdige Gesetze, nennen wir das so, die vielleicht nach außen weniger bekannt sind, aber nach innen wichtig sind. Wichtig innerhalb der eigenen Partei, Fraktion. Ich denke, da wird Mückstein kein Problem haben, weil er die Fraktion kennt. Er hat ja mitverhandelt, er ist grüner Politiker, also er war immer wieder auch in seiner Partei meines Erachtens tätig. Und in der Sache selbst ist er, glaube ich, eine hervorragende Lösung, weil er ja als Mediziner auch mit allem vertraut ist, was im ganzen Bereich der Gesundheitspolitik passiert. Schwerer wird er sich wahrscheinlich tun in der Sozialpolitik. Da wird er sicher noch einiges sich aneignen müssen wahrscheinlich. Also da gibt es einige Fallstricke, wie Sie schon angedeutet haben, die man umgehen muss, wenn man das nicht gelernt hat, eingeübt hat. Standespolitik ist das eine, da gibt es sicher auch die einen oder anderen, aber die werden vielleicht etwas mehr gespannt in der Spitzenpolitik, diese Fallstricke. Wenn man das nicht geübt ist, wie kann es dann funktionieren und gut über die Bühne gehen, mit so Hautdegen der Landeshauptleute beispielsweise zu verhandeln? Und gerade ein Gesundheitsminister muss das ja tun, weil die sehr viele Kompetenzen haben und er Übereinkunft schaffen muss. Also ich halte tatsächlich die politischen Kompetenzen und hier vor allem Organisationskompetenz und Kommunikationskompetenz viel, viel wichtiger als wie Sachkompetenz im eigenen Ressort, weil hier hat man Experten, Beraterstäbe, nicht zuletzt auch ein Ministerium, das einem unterstützt. Und wenn jetzt Wolfgang Mückstein gesagt hat, er wird unpopuläre Maßnahmen treffen als Gesundheitspolitiker und Arzt, fürchte ich, hat er sich getäuscht. Er wird oft Maßnahmen treffen müssen, nicht als Arzt, sondern eben als Gesundheitspolitiker, weil ein Politiker kein Standesvertreter ist oder kein Experte, der nur eine Perspektive haben darf auf das Thema, sondern abschätzen muss, was sind denn die Konsequenzen für alle möglichen Gruppen, also für die Tourismuswirtschaft, für die Vorarlberger, für die Bürger, für die ältere Generation und eben nicht nur die Perspektive der Gesundheit hier im Vordergrund zu stehen hat. Also insofern muss er sich fast verabschieden von dieser Fachexpertise und unpopuläre Maßnahmen trotzdem treffen. Aber tatsächlich, Kommunikation bedeutet Verhandlungsgeschick, nämlich das Gespür zu entwickeln, wie lang kann ich oder muss ich weiter verhandeln, welche Gruppen muss ich noch einbeziehen, wann ist aber auch der Zeitpunkt gekommen, den, glaube ich, auch Rudi Anschober vielleicht manchmal verpasst hat, über Widerstände sich hinwegzusetzen und einfach auch zu entscheiden, Autorität zu zeigen in diesem Fall. Und natürlich aber gleichzeitig auch durch Kommunikation
Kommunikation, die Unterstützung zu bekommen, Maßnahmen umzusetzen. Nicht nur in den Bundesländern, in den Bezirken, in den Gemeinden, vor allem auch in der Bevölkerung. Das ist ja interessant, dass Sie sagen, er muss sich fast von seiner fachlichen Qualifikation verabschieden oder sie jedenfalls in die zweite Reihe zurückstellen, weil es andere Fertigkeiten gibt, die jetzt mehr gefragt sind. Das ist ja interessant. Jetzt haben Sie nach dem Abtritt oder Rücktritt von Rudolf Anschober in einer Aussendung geschrieben, es ist jetzt Zeit, die Ärzte ins Boot zu holen. Jetzt ist einer sozusagen am Steuerrad, sozusagen mehr kann man sie nicht ins Boot holen, als einen zum Minister zu machen. Und jetzt heißt es, der braucht aber eigentlich seine Kompetenzen, die er aus der Arztpraxis, aus seinem gelernten Beruf mitnimmt, gar nicht so wichtig wie ganz andere, nämlich die, das politische Handwerk zu beherrschen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das Hauptproblem derzeit ist das Beherrschen der Pandemie und dass wir diese Pandemie überwinden. Und am Weg dorthin bedarf es medizinischer Fachkenntnis und Entscheidungen, die schon etwas mit der Medizin zu tun haben. Also wie schnell impfe ich wen, wann, warum, welche Entscheidungen muss ich treffen, damit die Zahlen nicht steigen, wie bekomme ich die wieder hinunter. Aber dafür hat man ja in der Regel auch die Expertinnen und Experten, die einen beraten in einer Aber solchen Funktion als Minister. Der Minister trifft die letzte Entscheidung und der Gesundheitsminister hat im Moment wahrscheinlich die verantwortungsvollste Position in unserem Land. Und da glaube ich schon, dass es sehr viel Sinn macht, einen Arzt genommen zu haben. Abgesehen davon hat er natürlich Erfahrung, er hat auch Verhandlungserfahrung. Wir sind zwar nicht in der Spitzenpolitik, aber in der Standespolitik und er kennt sich mit den Themen, auch mit den politischen Themen entsprechend gut aus. Die politischen Themen sind ja sehr vielfältig. Sie haben angesprochen, das Sozialressort ist ja eigentlich das große Ressort. Die Gesundheit wirkt jetzt so groß, weil sie so wichtig ist. Ist das Ressort zu groß für jeden in Zeiten einer Pandemie? Ja, eigentlich ja, weil im Wesentlichen wäre ein Gesundheitsminister jetzt ein Superminister. Er ist es aber nur sehr theoretisch, wie man Rudolf Anschober sehr schön gemerkt hat. Er war sehr selten Superminister, viel öfter war er Prügelknabe. Das hat natürlich auch damit zu tun, man kann diese Mammutaufgabe nur bewältigen, wenn man unterstützt wird. Und diese Unterstützung, gerade aus den ÖVP-Ministerien, gab es so gut wie nie. Es gab dafür sehr viel Häme. Er hat das heute auch beklagt. Da haben sich ja Abgründe aufgetan im Innenleben der Koalition und einer allein wird das nicht bewältigen können. Wenn man so allein gelassen wird wie zuletzt, gerade auch in der Diskussion mit den Landeshauptleuten, wenn der Bundeskanzler, der Regierungschef die Kommandobrücke der Pandemiebekämpfung so oft verlässt und der einen alleine lässt, dann wird es nicht klappen. Schon in normalen Zeiten ist diese Kombination aus Gesundheits- und Sozialministerium schwierig zu bewältigen, weil es so unterschiedliche Teile auch sind. Im Gesundheitsministerium liegt eigentlich mehr Macht bei den Ländern. Im Sozialministerium sind dafür wirklich wichtige Agenten zum Arbeitsministerium gewandert. Also da hat man immer so einen halben Steuerknüppel in der Hand und kann aber nicht richtig manövrieren. Und das geht nur mit Unterstützung der anderen Ressorts, mit Unterstützung der Länder. Und daran hat das, wie man jetzt gemerkt hat, auch sehr oft gehapert. Da braucht es einen Goodwill dieser anderen. Aber hätten die Grünen beispielsweise jetzt darauf drängen müssen, dieses Ressort vielleicht zu entflechten oder ein Staatssekretariat da dran zu hängen oder wie auch immer? Oder wäre das aus Ihrer Sicht in die Zukunft gedacht, vom Rücktritt aus Anschubers, politisch nicht durchsetzbar gewesen? Es wäre natürlich durchsetzbar gewesen. Das Einzige, was dem entgegengestanden ist, ist die Koalitionslogik. Ich halte bei allem Respekt den Staatssekretär im Klimaministerium für jetzt nicht rasend mit Tagesaufgaben vollgepfropft. Es müssten wahrscheinlich viele nachdenken, wie er überhaupt heißt und welche Aufgaben er zuletzt erledigt hat. Dagegen wäre es sehr viel sinnvoller, hier einen Staatssekretär, eine Staatssekretärin zu installieren. Das ist aber wohl gescheitert an der Koalitionslogik. Aber was ist das für eine Logik, dass das jetzt scheitert, wo es für jeden plausibel wäre, sogar einen weiteren Kopf ins Regierungsteam zu setzen? Das ist eben genau das, was ich meine. Ich halte es für genau unproblematisch. Ich finde, ob eine Regierung gut oder schlecht ist, das entscheidet sich wirklich nicht an der Größe. Es ist aber in den vergangenen Jahren populär geworden, zu sagen, wir müssen so wenig wie möglich Regierungsmitglieder haben. Wir dürfen uns niemand zusätzlich leisten. Ich denke, es wäre genau umgekehrt sinnvoll gewesen, zu sagen, wir haben jetzt eine richtige Jahrhundertaufgabe.
die überfordert viele Menschen. Da ist es einfach gut, wenn wir die besten Köpfe haben und wenn wir durchaus auch aufteilen, mit dem Management der Pandemie wird wahrscheinlich noch bis zum Sommer, vielleicht auch bis zum Herbst, eine Person voll ausgelastet sein. Da wäre es sinnvoll, jemand anderen für Sozialpolitik zu haben. Und darum finde ich schade, dass das offensichtlich nicht angedacht, nicht diskutiert wurde. Aber trotzdem gibt es möglicherweise eine Chance für die neue Person in dieser Funktion, nämlich möglicherweise dann, wenn der designierte Minister Mückstein sich zum Retter durch die Impfung machen kann. Wäre das eine Möglichkeit, dass das politisch eine solche Wendung nimmt, dass er mit der Vorarbeit, die Rudolf Anschober geleistet hat, jetzt sozusagen abschöpfen kann, was es bisher an geleisteter Arbeit gibt und er dann natürlich sozusagen auf der Welle, auch wenn es bergab geht, das Bild hinkt also ein bisschen, ja, aber für ihn dadurch bergauf geht. Mhm. Also einen Vorteil hat er definitiv als Quereinsteiger. Er ist ein unbeschriebenes Blatt mehr oder weniger, genießt sicher viel Vorsprung an Vertrauen, nicht nur jetzt in der Bevölkerung, sondern auch bei den Verhandlungspartnern, die er braucht. Und auch wenn er jetzt das Ressort nicht teilen kann, da widerspricht vor allem natürlich, dass wenn die Grünen einen Ministerin mehr bekämen, auch die ÖVP natürlich mehr Minister bekommen müsste und welche Ressorts sollten die dann übernehmen. Aber er hat natürlich die Möglichkeit, das Ministerium intern umzuorganisieren und auch hier einige andere Spitzenpositionen zu besetzen und sich damit vielleicht auch zu entlasten. Also wenn er das nicht sofort macht, in den ersten Wochen, denke ich, ist es zu spät. Natürlich, wenn wir alle geimpft sind, ja, dann ist er der große Held, aber bis dorthin, da sehe ich auch noch einige Schwierigkeiten. Wir wissen, die Lieferungen der Impfstoffe kommen nicht, die Bundesländer haben auch eigene Vorstellungen in den Priorisierungen und am Ende werden natürlich viele diese Erfolge auch für sich reklamieren und da bin ich mir ganz überzeugt, also sobald wir eine Herdenimmunität erreicht haben und halbwegs zu einem normalen Leben zurückkehren, dann geht es genau um diese soziale Schieflage, die vielleicht entstanden ist. Und das eigentlich große Reformprojekt, das, glaube ich, auch Rudi Anschober sehr am Herzen gelegen ist, nämlich mit der Pflege, auch das ist zügigst anzugehen. Also es wird sicher dem Gesundheitsminister auch nach der Pandemie nicht langweilig. Ja, weil Sie gerade, darf ich da nur eine Frage gleich dazu hängen, weil Sie gerade angesprochen haben, dass Impfstoffe nicht kommen. Heute sozusagen am Vorstellungstag ist die Meldung gekommen, dass ein zweiter Impfstoff nicht geliefert wird, ein zweites Fabrikat nicht geliefert wird. Daher sozusagen die Frage umgekehrt gestellt, kann es sein, dass er mit noch mehr neuen Problemen, von Mutationen wollen wir an der Stelle gar nicht reden, sondern von Impfstoffproduktion nur, von dem wissen wir es nämlich, dass er ein Problem ist, konfrontiert sein wird? Das kann schon sein. Ich glaube, dass er diese Probleme meistern wird, soweit es möglich ist und es in seiner Macht steht. Und zu der Frage, ob er Sozialpolitik beherrscht und sich dort auskennt. Wolfgang Mückstein ist ein klassischer Hausarzt, ein sehr erfolgreicher und sehr beliebter Hausarzt. Und als klassischer Hausarzt lernt man schon Familien und Menschen sehr nahe kennen. Man macht Hausbesuche, man kennt das Umfeld, in dem die Menschen leben und man braucht eine soziale Ader. Insofern glaube ich, ist das die beste Voraussetzung, um auch ein guter Sozialpolitiker zu sein. Sie sind damals dem Bundeskanzler gleich zur Seite gesprungen, als es geheißen hat, Sputnik wird bestellt, jener russische Impfstoff, der in der EU nicht zugelassen ist. Sie haben das damals damit begründet, dass man sozusagen auf die europäische Solidarität, die ohne dies wackelig ist, in diesem Fall auch verzichten kann. Damit haben Sie natürlich auch die Position des amtierenden Gesundheitsministers konterkariert, der die Zulassung über die europäische Zulassungsbehörde haben wollte. Ist das weiterhin sozusagen die Position der Ärztekammer, das war nicht meine Absicht, alle Impfstoffe so schnell es geht nach Österreich zu bringen? Also das, was hilfreich wäre, wenn wir möglichst zeitnah viel Impfstoff hätten und möglichst schnell viele Menschen impfen könnten. Man sieht das zum Beispiel in Israel, da sind die Zahlen ganz massiv zurückgegangen, fast auf null. In den USA wird man es demnächst sehen und auch in England.
Die EU hat eindeutig versagt bei der Beschaffung des Impfstoffs und darunter leidet ganz Europa. Das heißt, die Option mit zusätzlichem Impfstoff, ob das jetzt Sputnik oder andere Fabrikate sind, ist etwas Wesentliches und wäre sehr hilfreich. Ich wollte das aber nicht im Gegensatz zur Position des Gesundheitsministers sehen. Sehr wohl ist es notwendig, diesen Impfstoff entweder in Europa oder national zuzulassen. Und dazu braucht man ausführliche Unterlagen und Daten. Und das macht sowohl die europäische Zulassungsbehörde, das würde aber auch die nationale Behörde sehr ordentlich und gewissenhaft machen. Aber das war doch so ein Konflikt, den wir da beobachten haben können, zwischen dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister in einer doch sehr wesentlichen Frage. Jetzt hat er sich nicht zugespitzt oder ist zum Showdown gekommen, weil wir eben noch nicht so weit sind, dass dieser Impfstoff in Österreich vorhanden ist und an der Schwelle zur Impfung steht. Aber sehen Sie darin einen Keim der problematischen Zusammenarbeit, ja, die habe dazu geführt hat, was passiert? Das Handling dieses Problems, das war ein Problem, aber das Handling dieses Problems habe ich nicht glücklich gefunden. Das hätte viel besser hinter verschlossenen Türen abgehandelt werden sollen und auch mit Einigkeit. Es ist ein Problem, ich gebe recht, offensichtlich hat es hier in der EU zu wenig schnell auch die Verhandlungen gegeben, weil wenn ich höre, dass die EU erst im November bestellt hat, wo andere Länder schon im Juni, Juli bestellt haben. Es war natürlich auch schwierig, weil niemand wusste, wie schnell welcher Impfstoff fertig wird. Das stimmt. Daher hat es ein gewisses Risiko für jeden gegeben. Die EU hat auf 6 verschiedene Impfstoffe gebaut. Davon sind 4 jetzt zugelassen und 2 haben Probleme. Wir haben alle jetzt auf Johnson & Johnson gehofft, weil man da nur eine Impfung braucht. Und jetzt hören wir, es gibt auch dort Thrombosen. Die USA haben ausgesetzt. Europa wird nicht impfen, bevor das nicht geklärt ist. Aber das bleiben wir eher beim Konflikt zwischen den Spitzenpolitikern, in dem Fall Kanzler und Gesundheitsminister, die für die Bewältigung dieser Krise verantwortlich sind. Ich hätte mir gewünscht, dass das hinter verschlossenen, erstens, dass es nicht in einem Zeitpunkt diskutiert wird, wo der Gesundheitsminister im Krankenhaus gelegen ist. Das war also eindeutig, er war damals ja auch, da war diese erste Kreislaufschwäche. Ich hätte mir auch nicht gewünscht, dass das jetzt an den Beamten ausgelassen wird. Das war eindeutig ein Foul, wollten Sie sagen? Das war ich habe es nicht sehr fair empfunden, ja. Sagen wir das jetzt ganz deutlich. Kommentatoren, die in der Presse beispielsweise haben das so benannt, ja. Sie hätten sich das... Ich hätte mir gewünscht, dass das war ein Problem, aber das kann man auch hinter verschlossenen Türen lösen, kann dann gemeinsam hinausgehen. Das ist auch das, was die Leute erwarten. Sie erwarten nicht Uneinigkeit und schon gar nicht Streit in dieser Situation. Sie erwarten Lösungen. Das war ja nicht das Einzige. Nicht in dem Zusammenhang ist von der ÖVP, und das ist heute ja, glaube ich, auch vielfach reflektiert worden, genau in diesem Zeitpunkt des Krankenhausaufenthalts von Rudolf Anschober auch die Kritik an einem Spitzenbeamten in seinem Ressort gekommen, der noch dazu namentlich in Pressekonferenzen genannt wurde, was sehr selten ist, Clemens Martin Auer. Der war Kabinettschef bei Ihnen und war ja durchaus sozusagen Zeit seines Lebens beruflich eng mit der ÖVP verbunden, nämlich auch in Parteifunktionen als Leiter der politischen Abteilung. Wie war denn das zu interpretieren aus Ihrer Sicht, dass da plötzlich in dieser Phase jener Schuss gegen den Gesundheitsminister kommt, unter Inkaufnahme sozusagen eines eigenen Spitzenbeamten? Also ich glaube, dass dann die Beamten sozusagen das Bauernopfer waren. Beides war ja auch die Frau Stilling, die dann genannt wurde, die ja aus einem ganz anderen Ressort gekommen ist. Beide sind sehr loyale Beamte, also eine loyale Beamtin. Ich kenne ja auch die Frau Stilling sehr gut. Also sie waren dann, glaube ich, das Bauernopfer, damit man nicht so klar sagt, es ist sozusagen der Minister. Und es war ja auch sehr schwierig in Zeiten wie diesen, weil wenn man von der Summe der Impfstoffe, der bestellten Impfstoffe ausgeht, sind ja mehr als genug Impfstoffe bestellt worden. Wir haben viel mehr
zur Verfügung, als wir eigentlich brauchen. Aber wir haben es nicht zum Zeitpunkt zur Verfügung, also nicht in der Schnelligkeit, in der wir es gerne hätten. Und wenn man daran denkt, dass ja eine große Impfskepsis geherrscht hat bis Weihnachten oder bis zum Jänner, hat sich das ja Gott sei Dank gewandelt. Und wir haben noch immer viel zu viele Impfskeptiker, weil ich würde mir wünschen, dass sich mehr als 66% impfen lassen. Aber die Situation ist falsch eingeschätzt worden im Sommer. Man ist davon ausgegangen, dass die Pandemie möglicherweise vorbei ist. Und ich denke, dass auch die EU Angst hatte, hier zu viel zu bestellen. Wenn wir zurückdenken an die Zeit, wie Masken bestellt wurden und die Frau Ministerin die nachher dafür gerügt würde, wurde diese Angst, ist sicherlich auch im Hinterkopf der Verantwortlichen gewesen. Allerdings waren wir in einer anderen Situation. Die Pandemie war im letzten Sommer noch nicht vorbei, wie wir leider lernen mussten. Und es war die falsche Entscheidung. Die Kritik von der ÖVP am Gesundheitsminister ist ungerechtfertigt. Oder was wollen Sie damit sagen? Die Kritik am System und an den Entscheidungen ist gerechtfertigt, aber im Nachhinein tut man sich leichter als in der Situation selber. Man kann aber schon sagen, dass die EU hier insgesamt versagt hat. Und andere Länder. Aber reden wir nicht über die EU, sondern bleiben wir bei den Bestellungen, was die Impfungen oder die Impfdosen betrifft, durch das Gesundheitsministerium in Person eines Spitzenbeamten. Man hat auf die falschen Präparate gesetzt, hat aber nicht genau gewusst, welche Impfungen wann zugelassen werden. Vier von sechs ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, aber wir haben weniger bestellt, als wir hätten bestellen können. Wie zum Beispiel war das nur ein sachliches Problem, sozusagen ein organisatorisches Problem, das man so und anders lösen hätte können und nachher ist man dann eben gescheiter und sagt, naja, hätte man es halt anders gehabt. Oder ist es ein politisches Problem gewesen, so wie selbst die Frau Kallert sagt, ein Foul, nämlich in dem für die ÖVP? Na, auffallend war schon, wie die Kooperation funktioniert hat, dass nämlich Bundeskanzler Sebastian Kurz hergeht, mit den russischen Botschafter verhandelt, sich vor die Presse setzt und ohne den Gesundheitsminister hier sich auch inszeniert und umgekehrt, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht dabei ist, wenn Gesundheitsminister Rudi Anschober mühsam stundenlangen nächtlichen Verhandlung der Ostregion, den Bundesländern abbringen muss, eben nicht die Thermen aufzusperren oder die Schanigarten oder den Handel. Und dass er hier eben nicht ihm zur Seite steht. Also das war schon sehr auffallend, dass hier einfach auch dieses Miteinander, was ja am Anfang der Pandemie durchaus der Fall war, komplett verloren gegangen ist. Ist es ein bisschen das, was Rudolf Anschober heute als Parteitaktik und Schusspopulismus bezeichnet hat, worüber wir da gerade reden, was er ja nicht näher ausgeführt hat und nicht beschrieben hat, was er meint damit? Ja, aber für seine Verhältnisse war das eine geharnischte Kritik. Er ist ja eigentlich der große Konsenspolitiker. Und wenn man sich die Entwicklung ansieht, also ungefähr seit dem Herbst, auch seit dem Wiener Wahlkampf, hat die ÖVP begonnen, gegen Rudolf Anschober zu sticheln, spätestens mit Februar, sei es die Hausdurchsuchung und die Korruptionsvorwürfe beim Finanzminister Gernot Blümel gab und dann erst noch die Chats, ist diese Politik der kleinen Nadelstiche geworden zu einer Art Politik der wirklich groben Schwerthiebe, wo wirklich, die Frau Rach-Kallert hat schon gesagt, grobe Fouls dabei waren. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen. Natürlich sind im Gesundheitsministerium ganz gravierende Fehler passiert. Da gab es Pleiten, Pech und Pannenserien. Da gab es wirklich Versäumnisse. Die vergurkte Ampel, die Impfkampagne, die nicht gut gelaufen ist, weil Österreich von den Impfstoffen zu wenig gekauft hat, auf die falschen Pferde gesetzt hat, am falschen Fleck gespart hat. Das hätte schon für mehrere Rücktritte gereicht. Aber die ÖVP und das Kabinett des Bundeskanzlers hat da immer wieder die Finger in die Wunden gelegt und noch mehr gebohrt und noch mehr gebohrt, statt wie es in einem Team sein hätte sollen, dass man da versucht, gemeinsam herauszukommen. Und dass an der Impfstoffbeschaffung nur ein einzelner Beamter schuld sein soll und sonst niemand etwas gewusst haben sollte, es erscheint mir schon etwas billig. Inwiefern, bitte? Da haben Sie schon recht, aber ich würde trotzdem die Initiative des Bundeskanzlers, jetzt schnell mehr Impfstoff zu beschaffen, wo auch immer, als positiv werten.
Wenn der kommt, ja. Nur das Vorgehensweise bei der EU, wo man zuerst einmal auf alle hinhackt, wo man wahnsinnig viel Staub aufwirbelt, wo man alle möglichen Partner vergrätzt und dann mit keiner einzigen Impfdose mehr heimkommt, das, glaube ich, hat mehr Porzellan zerschlagen, als es das gebracht hat. Bei Sputnik werden wir sehen. Ich kann das auch wirklich nicht beurteilen, ob das ein guter Impfstoff ist oder nicht. Jeder zusätzliche Impfstoff dafür hilft. Dafür haben wir Zulassungsbehörden. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Also die Kritik an der EU ist meiner Meinung nach vollkommen berechtigt. Die haben versagt, ganz Europa hinkt hinterher. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen im Vergleich zu den USA, ist es armselig. Aber Österreich ist ja ein Teil, der EU. Es ist ja nicht so, dass da nicht im Rat der Regierungschefs etwas beschlossen worden wäre. Und da sich irgendwie zu verabschieden und zu sagen, die anderen sind schuld, das ist doch etwas populistisch. Aber ganz so wichtig sind wir nicht in der EU als kleines Land. Bleiben wir trotzdem ein bisschen bei der österreichischen Politik und was sozusagen unsere Regierung machen kann, weil immerhin hat es heute ja in dieser einen Wechsel gegeben. Zum einen gefragt, weil Rudolf Anschober davon gesprochen hat, des Öfteren nämlich alleingelassen worden zu sein. Die Ärztekammer hat auch vom Impfchaos gesprochen. Hat es noch andere Akteure, etwa die Ärztekammer, gegeben, die ihn alleingelassen hat bei diesen Entscheidungen? Oder bei diesen Ein Minister ist alleine bei solchen Entscheidungen. Und der Gesundheitsminister ist der Minister, der die Entscheidungen trifft. Und zwar ohne Bundeskanzler, weil der Bundeskanzler kein Weisungsrecht über seine Minister in Österreich hat. Das heißt, in der Position ist man allein. Und wie ich vorhin erwähnt habe, ich glaube, es ist die schwierigste Position im ganzen Land derzeit. Also ich kann schon verstehen, dass das eine sehr einsame Position ist, wo man viele Sorgen hat, weil man extrem viel Verantwortung trägt für das ganze Land. Trotzdem war der Minister sehr beliebt in manchen Rankings, nicht jetzt vor seinem Rücktritt, aber im Zuge der Pandemie war das unterschiedlich, so dass die ÖVP, wie man vielfach hören und lesen hat können, durchaus beunruhigt war über diese Werte. Ist es der ÖVP ganz recht, dass diese Person jetzt weg ist? Also das hoffe ich nicht, weil es muss sich jeder Regierungschef auch wünschen, dass alle seine Minister, egal jetzt ob aus seiner Fraktion oder dem Koalitionspartner, positive Werte haben, weil das ja auf die Gesamtregierung auch ein entsprechendes Licht wirft. Positive Werte ist das eine, noch beliebter ist natürlich was anderes. Ja, noch beliebter, aber jetzt sage ich, weil Sie das Wort einsam gesagt haben, man ist auch in einer Nicht-Krisensituation als Ministerin oder als Minister immer einsam, weil die letzte Entscheidung und damit die gesamte Verantwortung trägt der Minister. Und zwar nicht nur für seine persönlichen Entscheidungen, sondern auch für alle Fehler, die im Ressort passieren. Viele der Fehler hat sicher nicht der Minister gemacht, weil, und ich habe das heute auch schon gesagt in einem anderen Gespräch, die Erlässe, die schiefgegangen sind und sowas. Auch die Beamten, die in dem Ressort sitzen, sind zum ersten Mal mit einer Pandemie dieses Ausmaßes sozusagen betroffen und mussten immer diese Entscheidung zwischen der Beschränkung der persönlichen Freiheit, das hohe Gut in der Demokratie, und gleichzeitig den notwendigen Maßnahmen, die aus gesundheitlichen Gründen zu treffen waren, also dieses Mittelmaß finden. Und ich glaube, jeder, der hier sitzt, wird sich auch über manche Entscheidung dann des Verfassungsgerichtshofes gewundert haben, wie sie getroffen wurde, weil sie in der Situation sehr hilfreich war, zum Beispiel am Beginn der Pandemie, wo wir ja in diesem ersten Lockdown extrem erfolgreich waren in der Bekämpfung der Pandemie. Ich würde Ihnen auch gerne diese Frage stellen, inwiefern kommt es aber der ÖVP jetzt doch zu Pass? Die hat ja gerade mit ganz anderen Turbulenzen zu kämpfen gehabt, Stichwort die Handynachrichten rund um Postenbesetzungen, ÖBAG etc. Wir kennen diese Geschichten alle. Wie sehr überdeckt das, was wir heute erlebt haben, dann doch wieder die Aufmerksamkeit für diese Dinge? Ja, die Frage ist, wie sehr versucht die ÖVP auch hier abzulenken und nutzt ihr das wirklich am Ende des Tages, wenn sie den Juniorpartner mit beschädigt? Das glaube ich nicht. Also am Schluss steht dann schon die ganze Regierung mit ihren Leistungen dann im Wahlkampf und da kann man keine Punkte machen, wenn man sagt, wir hätten es zwar gut gemacht, aber der Juniorpartner ist schuld
oder auch umgekehrt. Aber etwas möchte ich vielleicht schon noch ergänzen. Natürlich hätten die Landeshauptleute und auch die Bezirkshauptleute sehr wohl regionale Maßnahmen setzen können. Tirol macht das auch sehr konsequent, auch unangenehme Maßnahmen, unpopuläre, wenn man so möchte, mit Testpflicht bei Ausreise. Aber es gab natürlich auch andere Bundesländer, die gesagt haben, naja, die Öffnung verkünde ich gern selber, aber wenn es jetzt um Lockdowns, um Schließungen geht, dann soll mir das doch der Gesundheitsminister verordnen. Was er theoretisch selbstverständlich konnte. Rudi Anschober wollte das nicht, aber es hätte nichts dagegen gesprochen, in anderen Regionen, kleineren Regionen oder auch Bundesländern natürlich autonom Maßnahmen zu setzen, ohne ihm auf den Gesundheitsminister zu verweisen und damit natürlich auch auf seine Versäumnisse. Mhm. Sie haben, Frau Linsing, in einer Geschichte fürs Profil diese Woche davon gesprochen, dass dem Bundeskanzler die Kontrolle etwas entgleitet, anspielend auf den Begriff der Message Control. Jetzt muss man aber sagen, in den Umfragen liegt die ÖVP trotzdem, in den aktuellen Umfragen trotzdem mit großem Abstand vor den nächsten sozusagen. Muss sie wirklich nervös sein in dieser Situation, wo der Koalitionspartner den wichtigsten Minister in der Regierung austauschen muss? Sie war in den vergangenen Wochen sehr sichtlich nervös. Wenn man sich das nur ganz kurz Revue passieren lässt, da waren diese Bussi-Bussi-Herzl-Chats, ich liebe meinen Kanzler, höchst unangenehm. Dann gab es die Ermittlungen gegen amtierende und ehemalige ÖVP-Minister und auch das Pandemie-Management, das eben heute vor einem Jahr ungefähr wahnsinnig gut funktioniert hat. Das ist einfach, da ist Sand ins Getriebe gekommen. Und die ÖVP, die sonst sehr kontrolliert durchregiert, da merkt man, die ist außer Tritt geraten. Man muss jetzt schon fair sein und sagen, die Pandemie dauert sehr lange. Andere Regierungen in Europa, auch in der Welt, haben auch ihre Probleme. Es gibt kaum eine, die unbefleckt dasteht. Insofern kann diese Auswechslung auch eine Chance sein, da einen gewissen Neustart zu machen, einen gewissen Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Dazu würde auch gehören, wenn man gerade dem Bundeskanzler, aber auch dem Gesundheitsminister zuhört, die sprechen ja von Österreich am allerliebsten im Superlativ. Wir müssen immer am besten, schnellsten, tollsten, von überhaupt allen durch die Krise gekommen sein. Das glauben die Leute nicht mehr. Sie erleben es ja selber anders. Da wäre ein bisschen mehr Ehrlichkeit angebracht, einfach zu sagen, es gibt Dinge, die wirklich gut funktionieren, zum Beispiel die Impfung. Es gibt Dinge, die bestenfalls mittelmäßig funktionieren, zum Beispiel das Impfen, weil es eben länderweise organisiert wird, weil zu wenig Impfstoff da ist, weil Österreich auch teils den falschen gekauft hat. Und es gibt Dinge, die wirklich ganz schlecht funktionieren. Die Wirtschaftsdaten sind aufgrund der langen Lockdowns in Österreich besonders schlecht, auch wegen der Dominanz der Tourismusindustrie. Wenn man da ein bisschen ehrlicher wäre und nicht immer sich selbstständig mit Orden begrenzen würde, würde vielleicht auch etwas Vertrauen wieder in die Regierung zurückkommen. Vielen Dank, meine Damen, Herr Dr. Seckerisch. Wir sind am Ende unseres runden Tisches, am Ende einer halben Stunde. Danke Ihnen fürs Mitdiskutieren. In der ZIP-Nacht, jetzt gleich dann in ORF 1, gibt es weitere Reaktionen zum Wechsel im Gesundheitsministerium und eine Analyse von Peter Filzmeier. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dem ORF und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.